Hallo zusammen. Nachdem wir euch im letzten Video die wunderbaren Küstenbewohner Argentiniens vorgestellt haben, nehmen wir euch diesmal in eine ganz andere Region Amerikas mit. Warum es uns in die Karibik verschlagen hat und was wir dort gemacht haben, erzählen wir euch nach dem Intro. In der Nähe von Puerto Madryn durften wir vom Strand aus Wale mit eigenen Augen beobachten. Das war umwerfend, aber leider war es noch Winter und wirklich, wirklich kalt. Das war letztendlich der Grund, warum wir gesagt haben, wir lassen unser Auto hier weiter nach Süden fahren, bringt nichts. Wir steigen in den Flieger und suchen einen Ort auf, den wir mit unserem Ben sowieso nicht erreichen würden. Die Flüge nach Aruba und Curaçao waren die einfachste, günstigste und vor allem schnellste Möglichkeit, uns ins Warme zu bringen. Die Insel Aruba ist vor allem bekannt für seine traumhaften weißen Sandstrände wie den Eagle Beach oder den Palm Beach. Wir hatten uns die karibischen Inseln nämlich nicht wegen der Sandstrände ausgesucht, sondern sind vor allem zum Schnorcheln hierher gekommen, um die Unterwasserwelt der Karibik näher kennenzulernen. Insofern waren auch die Sandstrände für uns nicht das Optimum, denn unter Wasser sieht man an Sandstränden meistens nur eins: Sand. Es ist also kaum verwunderlich, dass wir uns die meiste Zeit nicht an den traumhaften Sandstränden, sondern an den eher felsigen Küstenabschnitten aufgehalten haben, um dort schnorcheln zu gehen. Schon an Land war hier ein wenig mehr Leben und wir mussten unser Hab und Gut gegen neugierige Eidechsen verteidigen und konnten Vögel beobachten. Vor allem die Pelikane mit ihren tollen Flugmanövern und ihrer gar nicht scheuen Art hinterließen bei uns einen bleibenden Eindruck. Und kaum steckt man seinen Kopf unter Wasser, weiß man auch genau, was die Pelikane hier suchen. Hier an der felsigen Küste sind viele kleine Fischschwärme. Wir finden Kofferfische, Kaiserfische und viele andere kleine tropische Fischarten und freuen uns an der bunten Farbenvielfalt. Und auch wenn wir bereits davon gelesen hatten, haben wir nicht gedacht, dass wir sie so schnell entdecken. Unsere ersten Highlights nur ein paar Meter von der Küstenlinie entfernt. Die Meeresschildkröten. Wir treffen hier vor den Ufern Arubas auf die grüne Meeresschildkröte und die unechte Karettschildkröte. Von beiden Arten können wir mehrere Vertreter beobachten und wenn wir uns ganz still verhalten, schwimmen sie auch gar nicht vor uns weg. Während sich die grüne Meeresschildkröte hauptsächlich von Seegras und Algen ernährt, basiert die Ernährung der unechten Karettschildkröte auf Wirbellosen wie Krebstieren. Beide Schildkrötenarten sind gefährdet, umso schöner sie hier in hoher Anzahl anzutreffen. In der Gegend, in der wir auch die meisten Schildkröten angetroffen haben, entdecken wir nach einiger Zeit auch unser zweites großes Highlight, ein Rochen.
Wir glauben, dass es sich hierbei um den gefleckten Adlerrochen handelt, der zwar einen Giftstachel hat, aber äußerst friedlich ist. Auf Aruba klappern wir Küstenabschnitt für Küstenabschnitt ab und schauen uns die Korallenriffe an und bewundern die artenreiche Unterwasserwelt. Weil es während unseres Aufenthalts auf Aruba wirklich heiß ist, halten wir uns tatsächlich die meiste Zeit am oder im Wasser auf. Tatsächlich fällt es uns schwer, bei mehr als 30 Grad uns aufzuraffen, spazieren zu gehen oder irgendetwas anderes zu unternehmen. Dennoch sind wir froh, nicht mehr in der Kälte von Argentinien zu sein und genießen das Wasser und das Wetter so gut wir können. Ein klein wenig Kultur darf es dann aber trotzdem sein und wir fahren nach San Nicolás, um die berühmten Wandmalereien an den Häusern in den Straßen zu begutachten. In Vorbereitung zu einem Straßenkunstfestival werden auch hier direkt viele neue Wandmalereien angefertigt. Nach einigen Tagen geht es wieder weiter und wir verlassen Aruba mit einer kleinen Propellermaschine, die uns nach Curaçao bringt. Auf der Insel, die zum autonomen Königreich der Niederlande gehört, verlieben wir uns sofort in die wunderschöne Hafenpromenade von Willemstad. Aber natürlich ist es auf der Nachbarinsel von Aruba auch heiß und trocken und so verbringen wir auch hier wieder die meiste Zeit am und im Wasser. Natürlich immer darauf bedacht, dem hier heimischen und hochgiftigen Maschinellbaum nicht zu nahe zu kommen. Auch wenn wir hier erstmal nicht auf Meeresschildkröten treffen, sind wir trotzdem begeistert von der Unterwasserwelt, denn die Korallenriffe machen hier einen bunteren und vor allem gesünderen Eindruck, als es auf Aruba der Fall war. Und so gibt es jede Menge für uns zu sehen. Sehr schön war auch die Wanderung zur Blue Room Cave. Der schmale Wanderweg führt uns an der Küste vorbei und bietet immer wieder Ausblicke auf das kristallklare Wasser. Bis wir endlich an der Klippe stehen, von der man runter zur Höhle springen kann. Die Sprunghöhe ist hier variabel. Und so kriegt es schon fast ein bisschen Schwimmbad-Feeling hier. Um in die Blue Room Cave hinein und wieder hinauszukommen, muss man ein kleines Stück tauchen. Das ist aber nicht weiter problematisch, denn im Inneren befindet sich ein Luftloch, wo man nochmal Atem holen kann, bevor man sich auf den Rückweg macht. Auf dem Rückweg zum Auto machen wir aufgrund der großen Hitze nochmal an einem kleinen Strandabschnitt Halt und kühlen uns ab. Sehr zu unserer Überraschung treffen wir hier nochmal auf eine unechte Karettschildkröte. Nicht weit von unserer zweiten Ferienwohnung entfernt liegt ein kleines Schiffswrack vor der Küste. Man kann hinschnorcheln und natürlich schauen wir uns das auch an.
Hier ist aber echt viel los und wieder einmal merken wir, dass diese Hotspots für uns eigentlich so gar nichts sind. Wir vertreiben uns lieber die Zeit an anderen Punkten und haben dort unseren Spaß, anstatt uns mit X-Tauchern um das kleine Schiffswrack herumzuscharren. Drei Wochen haben wir insgesamt auf den beiden karibischen Inseln verbracht. Nun heißt es Abschied nehmen. Denn unser Ben wartet in mittlerweile etwas wärmeren Argentinien auf uns, damit es endlich wieder weitergehen kann mit unserer Reise gen Süden. Verpasst auf keinen Fall unser nächstes Video. Da nehmen wir euch nämlich mit in ein faszinierendes Land, geschaffen aus Feuer, Eis und Wasser. Nach Patagonien. Abonniert am besten unseren Kanal, um das nicht zu verpassen. Und natürlich freuen wir uns über einen Kommentar und ein Like unter diesem Video.